Hallo, liebe Weggefährten, ich bin mal wieder auf Mallorca unterwegs. Für die einen ist es die Sonneninsel, die Urlaubsinsel, und für mich, ja, ist es die Insel, wo ich Tierschutz betreibe. Ich habe ein ganz, ganz großes Projekt dieses Jahr vor, und was das ist, werde ich euch in den nächsten Wochen verraten. Heute bin ich mal wieder bei SOS Animal, bei einer guten Freundin und einer hervorragenden Tierschützerin, nämlich Anke Schürmann, unterwegs. Und ich möchte heute gemeinsam mit Anke und euch durch dieses große Tierheim gehen und euch vorstellen, wer ist Anke und was macht sie hier und was ist SOS Animal. Hi Anke, ich freue mich Hallo mal Andreas, wieder hier zu ich sein. freue mich auch. Also immer wenn ich dich sehe, denke ich an Mini. Das ist echt Ja, verrückt. na Das klar. ist echt, guck mal. Echt wirklich, wenn ich den Namen dann noch ausspreche, dann passiert bei mir so viel, dass so diese Geschichte, ne, als ich hier um die Ecke irgendwann kam und sah da hinten die Mini Genau. sitzen, da habe ich nur gedacht, oh, was ist das für ein Ja. Hund? Und als du mir sie dann gezeigt hast, dann war die Verbindung da, Ja, ne? ja, ja. Du, Ja. Mini, SOS Genau. Animal. Aber heute bin ich hier, weil ich mit dir durch das Tierheim gehen möchte. Und ich würde mir wünschen, dass wir euch ganz viele Informationen zukommen lassen. Ja, die erste wichtige Frage ist natürlich, wie lange machst du schon Tierschutz hier auf der Insel und wie lange machst du SOS Animal? Das kann ich eigentlich in einem beantworten, weil das Okay. gehört wirklich für mich zusammen. Also jetzt im 10. Jahr tatsächlich. Und ich habe wirklich auch direkt bei SOS Animal damals angefangen. Ah, okay. Ursprünglich war das auch gar nicht so geplant, das, was jetzt dabei rausgekommen ist, nämlich quasi eine 7-Tage-Woche. Ich wollte hier arbeiten, ich wollte hier ehrenamtlich arbeiten, ein bis zweimal die Woche. Ja, und das ist letztendlich jetzt daraus entstanden. Ne? Und jetzt bist du für Das all die Hunde ja. die verantwortliche Person. Ja. Und ich habe die Möglichkeit, mit dir und mit euch durchs Tierheim zu gehen. Genau. Sollen wir mal starten? Ja, machen wir. Mega, Wollen okay. wir da vorne anfangen? Ja, gerne, wenn wir einmal Weil, hier sind. genau. Ist das alles jetzt Tierheimgelände von SOS? Nein, genau. Ich glaube, das hier ist städtisch, ne? Richtig, genau. Das ist die Perera, wo die grünen Hohnzäune jetzt anfangen. Der ganze Bereich ist die Perera, also die städtische Auffangstation von Calvia. Ah, okay. Jede Gemeinde hat ihre eigene Perera oder ihre eigene Wo man ja Auffangstation. sagen muss, Pereira ist ja eigentlich Tötungsstation, aber mittlerweile ist es ja so, dass die Hunde nach 21 Tagen nicht mehr Genau. getötet werden. Verbessere mich, wenn ich Ja, was nee, ist Falsches richtig. sage. Wenn das Tierheim aber übervoll So. ist, wird dann Klar, trotzdem. genau so ist es. Genau. Ja. Und wir haben einen Vertrag miteinander, dass wir also versuchen, jedes Tier hier wirklich zu übernehmen, weil wir Okay. grenzen ja aneinander an. Du siehst ja, es ist ein gleitender Übergang hier Ja. eigentlich. Was nicht heißt, dass wir immer richtig gut zusammenarbeiten. Das ist schon eine sehr, sehr schwierige Okay. Sache. Ja. Wir müssen natürlich auch immer aufpassen, dass wir als Deutsche nicht kommen und irgendwas besser wissen. Wissen, ja, Das ich ist eine kenne es. ganz, ganz Ich schwierige kenne es, ich Kiste, kenne ne? es, ich kenne es. Es ist ja oft Genau. so, dass die deutschen Tierschützer oder Holländer oder Schweizer dann in Spanien, Portugal oder wo auch immer ebenso Auffangstationen oder Tierheime aufbauen und wo dann die Städte hingehen und sagen, ja, hört mal, was glaubt ihr denn? Habt ihr die Genau. Weisheit mit Löffeln gefressen? Ne? Da Genau, muss das man geht immer, nicht. klein, muss man immer hingehen. Genau. Eigentlich schade, weil ich finde, Ist es. Tierschutz sollte Hand in Hand gehen. Natürlich. Guck mal, das ist Ja. ja ein traumhafter Hund, Ja, ne? da sind Weil wirklich traumhafte Hunde drin, die werden wir jetzt auch bald übernehmen. Hey, mein Schatz, das ist Au, Truki. wer bist du? War ein Pfundhund. Hi, Hallistinker. In Calvia auf der Straße gefunden worden, ist noch ein ganz, ganz junger Kerl. Ganz toll. Also, Die schönsten Hunde ja, sitzen im wirklich. Tierheim. Leute, die schönsten Hunde sitzen im Tierheim. Ich bleibe dabei. Ja, Meine Güte, guckt euch diesen wirklich. Hund an. Das ist ein bisschen ein Traum. Du bist aber ein Schatz, Ist ne? er. Hallo, Ganz Schatzemann. lieb. Hi. Auch mit anderen Hunden völlig in Ordnung. Und wir haben ihn auch schon in die Vermittlung aufgenommen, aber Ja. er ist noch nicht zu uns umgezogen. Okay, toll. Warum wird noch gezüchtet auf diesem Planeten, wenn es so tolle Hunde gibt? Oder? Ja, Oder? natürlich. Ich Ja. meine, wir haben genug Hunde auf diesem Ja. Planeten. Da sind wir uns einig. Also hier ist jetzt Genau. diese städtische Genau. Abteilung. Das heißt, die Hunde kommen erstmal hierhin, Ja. beziehungsweise auch in eine Quarantäne. Nee, Nicht. das haben die hier nicht. Also hier ist es so, dass die Pfundhunde generell erstmal in die Perera müssen. Wenn Ah. jemand einen Abgabehund hat, den darf er auch zu uns bringen Ah, direkt. Ja. okay. Aber Also Pfundhunde kommen immer müssen erstmal immer hierhin. erst mit der Frist von 16 Tagen, Ja. die ist vorgegeben, Oh. hier rein. Junge, 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 Junge. Ja.
Und guck mal, da wartet er schon wieder. Ja, der ist süß, der gefällt mir. Der ist auch toll. So, und ab hier geht dann unser Areal los, wo die niedrigen Zäune sind. Ja. Das ist dann eben SOS Animal. Ja, aber ihr habt ja nun auch echt alle Hände voll zu tun. Ja. Und mir macht es so rein optisch so den Eindruck, als ist hier so First Class. Ne? Also die sind so echt so richtig städtisch, da kommt doch Geld richtig rein. Ja. Und ihr müsst eben von den Spenden leben. So ist es. Ist es so? Es ist hundertprozentig so. Ja. Kann ja auch eigentlich auch nicht sein, oder? Ja. Ich meine, Tierschutz ist doch Tierschutz. Aber manchmal ist das Aussehen auch gar nicht so wichtig, sondern Hauptsache, die Hunde fühlen sich wohl und haben genug Platz. Genau. Da liegt auch wieder einer. Das ist unser Brad. Brad? Ja. Brad Pitt? Ja. Es gab tatsächlich einen Pitt dazu. Brad und Pitt sind zusammen in der Pereira abgegeben worden. Pitt ist schon vermittelt und Brad ist bei uns gelandet. Ist noch da. Hier liegen auch überall, sehe ich, Katzen. Ja. Also unzählige Katzen. Unzählige. Wie viele Katzen sind hier? Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich denke, um die 200 werden hier wahrscheinlich rumlaufen. 200 Katzen. Also wir haben in diesem Jahr, die Katzenleute haben in diesem Jahr schon über 700 aufgenommen. Meine Güte. Das ist der Wahnsinn. Also dieses Jahr ist es ganz, ganz schlimm. Woran liegt es? Also woran liegt das eigentlich, dass die Katzen sich so vermehren? Auch genau wie bei den Hunden, die werden nicht kastriert, so oder? Ist es. Dann laufen die draußen auf der Straße rum, vermehren sich. Genau, und das geht so schnell. Das geht wirklich so schnell. Also mindestens zweimal im Jahr haben die dann einen Wurf. Wir versuchen ja, wir haben ja auch über Baldea ein Kastrationsmobil, das über die Insel fährt. Und da können die Leute wirklich die Tiere abgeben, kostenlos kastrieren lassen. Aber immer ist es noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Was macht das mit dir, wenn du siehst, ach, da läuft schon wieder noch mehr Katzen, noch mehr Hunde? Furchtbar. Oh. Ja, weil immer, das nimmt kein Ende. Das ist so ein Kreislauf irgendwie. Du hast ja nicht das Gefühl, du kommst da mal raus. Ist das der spanischen Gesellschaft eigentlich auch egal? Ist die Bevölkerung dafür nicht sensibilisiert, dass irgendwann so viele Hunde und so viele Katzen rumlaufen, die ja wieder sich vermehren, dann irgendwann überfahren werden oder eingefangen werden, dann wieder in der Pereira landen und du musst dann die Hunde wieder vermitteln? Ich meine, es ist ein Kreislauf ohne Ende. Ne? Das ist hier so, das ist in Portugal, das ist überall so. Dass die Gesellschaft nicht irgendwann mal echt durch die Straßen zieht und sagt, ey, wir haben jetzt schlichtweg die Schnauze voll, wir gucken uns das nicht mehr länger an. Also es gibt schon Umdenken in der jüngeren Generation, super, auch nicht genau, immer, also nicht die jüngere Generation bei den Jägern. Ja. Das sehe ich immer wieder, die werden genauso groß, wie es immer gewesen ist. Denen wird das nach wie vor vorgelebt, dass das Tier nichts wert ist, dass das Tier eine Sache ist. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Auch wenn wir im Bereich Podencos, Galgos und so weiter sind. Ja, der Galgo ist ja jetzt als einzige Rasse nicht im Tierschutzgesetz verankert, eben als Lebewesen, sondern er gilt als Nutztier. Ne? Als, furchtbar, ist ganz, ganz oder? Schön. Ja, richtig. Also was da passiert. Ja. Nee. Junge. Aber unzählige Katzen hier, ne? Wahnsinn. Ja. Hier haben wir dann unseren Office-Bereich. Ja. Ja, und ab hier gehen dann halt unsere Zwinger los. Ja. Na? Ah, da kommt schon wieder eine Maus. Da ist unsere Rachel. Rachel! Die hat sich schon zur Abendruhe begeben anscheinend. Rachel, hast du schon gefressen und jetzt musst du gleich Puppen machen. Genau. Hier haben wir normalerweise auch Hunde drin. Ja. Aber da diese Katzenflut da war, mussten wir die jetzt freigeben. Da sind überall jetzt im Moment kranke Katzen untergebracht. Drin. Auch hier waren mal operierte Hunde zwischendurch drin. Ja. Da sind auch Katzen jetzt. Okay. Und hier auch. Wer finanziert das hier alles? Alles über Spenden? Das ist über Spenden finanziert, ganz genau. Das ist es, ne? Das ist das, was diese Vereine brauchen. Ja. Spenden. Das ist das ehemalige Gehege von unserer Mini, ne? Das hier, ja, genau, richtig. Sind jetzt leider im Moment auch Katzen drin. Das ist das. Wahnsinn. Genau. Da lag sie. Oder da saß sie. Mini, nur dass du weißt, ne? Hier warst du mal drin, hier haben wir dich rausgeholt. Und jetzt, wo bist du jetzt? Jetzt lebst du im Schlaraffenland. Ja, genau. Das hast du auch verdient. Also riesig hier, ne? Das ist ein großes Areal auch. Ja, wir haben natürlich ein riesiges Glück. Guck dich mal hier um. Wir sind eigentlich mitten in den Bergen. Ja, das ist gut. Wir können hier wirklich toll Gassi gehen, tolle Runden machen. Mega. Großen Nachteil haben wir, das sind alles Pinien. Und wir haben ja hier das große Problem mit dem Pinien-Prozessionsspinner. Oh ja. Und woher den Eichen-Prozessionsspinner? Ja, die sind giftig auch für die Hunde. Ganz ne? schlimm. Und da haben wir natürlich jetzt ab Dezember, Ende Dezember geht das los, Anfang Januar. Und dann hängen die ganzen Bäume hier voll mit den Nesten. Was macht ihr dann? Wir können nicht viel machen.
Wir können nur versuchen, immer wieder wegzufegen und das ist ganz, ganz schlimm. Was passiert nochmal genau, mit den, wenn die Hunde die berühren, kriegen die einen Ausschlag? Oder die ist können daran sterben, die Zunge, ne? Schwillt, die verfärbt sich schwarz. Ja. Also das ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Sache. Meine wenn Güte. Die, auch durch die Haare, die ja durch die Gegend fliegen, auch für uns Menschen. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, also Prozessionsspinner, diese Raupen, die... immer so in so einer Kette kriechen und wo in den Bäumen dann so wie so, das sieht so aus wie so Nebel, wie so Schleier. Da müsst ihr aufpassen bei den Händen, ja, ganz wichtig. Ja. Ja, Mensch, du bist hier jeden Tag. Ja, du machst im Grunde das jeden schon. Tag. Ja. Und ich bin so glücklich, dass es solche Menschen wie dich gibt und die das jeden Tag machen und du kannst immer noch lächeln. Wie schaffst du das, ey? Wie ist es dafür für dich? Brauchst du auch positive Erlebnisse, das ist halt ganz, ganz wichtig. Mega, und super. Eben die Tiere, die sind halt dankbar. Ja. Die geben dir so viel zurück, weißt du ja, ne? Das ist ja, einfach, das ist so schön. Ach, wie schön. Ja. Wie viele Leute seid ihr hier so im Schnitt? Wie viele Leute betreuen die Hunde und die Katzen? Wir haben für die Hunde einen angestellten Mitarbeiter, der fürs Saubermachen und so weiter zuständig ist. Und für die Katzen, glaube ich, zwei Leute im Moment. Okay, und du betreust die Hunde? Ich betreue, mache die Adoptionen, die Pflegeverträge und so weiter oder eben auch die Arbeit mit den Hunden. Ja. Ich habe gesehen, manche Zwinger waren leer. Im Moment hast du nicht so viele Hunde hier. Weil, das wird jetzt wieder aufgefüllt. Wir haben tatsächlich, wo wir gerade waren, die ist gestern in ihre Familie gegangen und in der Quarantäne kommen morgen zwei neue. Okay. Also ist gerade wieder so ein Umbruch. Arbeitest du viel mit Pflegestellen auch oder ihr? Ich mache das super gerne. Ah, okay. Also weil das natürlich, da gehen wir ja gleich noch hin zu dem kleinen Suko. So ein Hund ist natürlich in einer Pflegefamilie viel, viel besser aufgehoben, ne? Ja. Statt im Zwinger zu sitzen. Also das ist sehr, sehr wertvoll, Pflegefamilien zu haben. Also Pflegefamilien auch hier auf der auch Insel, hier, ne? Natürlich. Super. Als Sprungbrett. Super. Ja. 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 Manchmal darf man das auch mal so wirken lassen. Ja, ne? Natürlich. Das ist unser Brett halt wieder, ne? Den haben wir eben schon von der anderen Seite gesehen. Ja. Hier meine kommt Güte. Unser Draco. Der ist auch schon in der Pereira nebenan gewesen. Also wir müssen auch die Hunde aus der Pereira Calvia übernehmen, bevor wir andere nehmen. Na, das ist Vorschrift für uns. Ja, okay, ach so, ja. Der ist jetzt, der wird jetzt ganz verrückt wegen den Katzen. Ist gut, Schatz, ist gut. Na, wenn der Katzen sieht, wird er wahnsinnig. Wie lange ist er jetzt hier? Ach, auch schon mit Sicherheit 7-8 Monate. Okay, und war vorher in der Pereira. Auch da genau. Wer das nicht mitbekommen hat, also... SOS-Animal darf nur erstmal vorrangig die Hunde aufnehmen, die in der Pereira, also im städtischen Tierheim, landen. Wenn hier Plätze frei sind, dann müssen erst die Hunde von unten genommen werden. Also wenn dann draußen auf der Straße einer ist und hier ist kein Platz mehr, dann darf Anke diese Hunde hier nicht aufnehmen. Dann muss sie erst die Hunde von unten nehmen. Zu wenig Leute, zu wenig Geld, zu wenig Möglichkeiten. Alles gut. Und deshalb bin ich so glücklich, dass Anke hier diesen Job macht. Alles gut. Mega. Alles gut, mein Schatz. Ne? Und von da sehen wir jetzt die Zwinger der Pereira alle. Ah, ne? Das sind die Pereira-Zwinger. Genau. Okay. Genau. Und überall liegen hier die Katzen rum, Leute. Schaut mal. Überall. Ist manchmal ist ja wie so ein Stillleben. Ne? Da liegt schon wieder eine. Ja. Wunderschön übrigens. Ne? Ja. Die haben leider die natürliche Scheu manchmal vor den Hunden verloren. Ne? Ja. Okay, gut. Ich bin ich würde gar nicht sagen, ich bin kein Katzen. Mein Vater war übrigens absoluter Katzenmensch. Ne? Absolut. Der liebte auch Hunde, aber der war ein absoluter Katzenmensch. Überall liegen hier Katzen rum. Ne? Wahnsinn, da sind sie. Ach, und hier hast du Quarantänestation? Da ist die Quarantäne. Genau, bei uns ist es so, da wir ein offizieller Verein sind, haben wir auch Vorschriften, die wir beachten müssen. Ja. Wir stehen ja auch unter Kontrolle. Ja. Dass jeder Hund, der bei uns reinkommt, muss erst durch die Quarantäne laufen. Wie lange? Zwei Wochen. Ja, in der Zeit wird geguckt, sind sie gesund, da wird kastriert, da wird nachgeimpft, da wird entwurmt, entfloht, alles Mögliche, was dazugehört. Und dann dürfen wir umsetzen. Wie viele Hunde hast du jetzt gerade da drin? Im Moment haben wir nur 3. Okay. Gerade. Weil wir jetzt im Moment, normal könnte auch in einen Zwinger 2 oder 3 Hunde, wenn die sich verstehen und relativ zeitnah kommen. Aber im Moment, zeige ich dir gleich, ist ein alter Ratero mit drin und dann eine Mama mit Baby. Und da kannst du natürlich nicht zupacken. Ah ja, okay. Die beschützt, ja. Sollen wir mal gucken gehen? Ja. Kommt mit. So, jetzt bin ich mit der Anke hier in der Quarantäne und sie sagt mir, sitzen
älterer, ein alter Hund drin. Und wer ist das? Wo kommt der her? Das ist der kleine Suko, 11 Jahre alt. Seit einer guten Woche ist er jetzt hier und ist von seiner Familie abgegeben worden, wo er also seit Baby gewesen ist. Hat er drin gelebt im Haus? Oder? Der hat drin gelebt im Haus, ganz genau. Boah, meine Güte. Wie ist das möglich, dass Menschen ihren Hund nach 11 Jahren einfach abgeben? Das ist unfassbar, unfassbar. Kann man nicht wirklich. Aus welchem Grund? Ne? Da ging es wohl mit dem dreijährigen Kind nicht mehr so gut. Und dann musste der Hund halt weg. Mal einfach schnell. Statt dass man versucht, andere Lösungen zu finden. Abgeben. Ist gut. Wegschmeißen. Der ist total wegschmeißen. Der Kleine. Ne? Das tut einem wirklich leid. Wein Tag und Nacht. Junge. Ach, da sehe ich auch, das ist ein Baby. Ja. Schaut mal, da ist ein Baby drin. Hallo, mein Schatz. Guck mal. Und das ist Baby mit Mama, Mama mit Baby. Und das ist auch eine ganz spezielle Geschichte. Erzähl. Die sind jetzt 5 Wochen bereits bei uns. Da bin ich in einem Pereira Natura Park gewesen, wegen ganz anderen Hunden, hatten so um Hilfe gebeten. Und irgendwie gehen wir da durch und dann sagt die Tierärztin zu mir, da ist übrigens in dem einen Kennel, da sind wilde Hunde drin und da liegt ein Baby zwischen. Das ist frisch geboren. Ich konnte es nicht sehen, habe sofort einen totalen Schreck gekriegt und irgendwann sahst du da wirklich so ein kleines Würmchen zwischen den, ich muss es so sagen, Kackhaufen liegen. Weil war da frisch geboren auf dem Betonboden. Das ist nicht wahr. Und die Hunde, das waren wohl 9 Hunde, die aus so einem Messi-Haushalt geholt worden sind, waren beschlagnahmt, nach Naturapark gebracht worden und sie saß dann mit 4 Rüden zusammen. Einer ist dann auch der Papa von der Kleinen. Ja. Sie war schwanger und hat dann, ja wahrscheinlich auch durch den Stress, hat sich nur eins ausgebildet. Und dann habe ich also alles versucht, dass sie mir die Mama und das Baby rausgeben. Dann haben sie sich angezogen mit langen Ärmeln und wirklich mit Schutzanzug. Weil da keiner ran durfte. Weil die Rüden angegriffen hätten. Ach, die hätten auch Mama hätte gebissen in dem Moment. Ach du meine. Die waren so durch den Wind und es war ganz, ganz schlimm. Dass sie das Baby akzeptiert haben, dass sie das Baby nicht getötet haben. Ja, ne? Kann ja auch passieren. Das hätte aber noch passieren können. Ja, oder? Das hätte noch passieren können. Hey Leute, das ist echt unfassbar. Da liegt ein Baby inmitten von Scheißhaufen, mitten in Europa, in einem Tierheim. Das ist unfassbar. Was ist los in unserer Welt? Und es schockiert mich immer wieder aufs Neue. Oh mein Gott. Ja, und beide stehen jetzt zur Vermittlung frei, ne? Ja, bald. Ne? Ja. Also jetzt ist die Kleine 7 Wochen alt, es dauert halt noch ein bisschen. Ja. Aber die sollen natürlich gute Familien finden, natürlich, klar. Ja. Aber hier, der hier, Suko, ne? Ja, ich muss da mal rein. Komm, darf ich mit dir rein? Na klar, kannst du. Ja. Pass mal auf, Zwerg. Komm weg. Pass mal auf. Alles gut, alles gut. Ja, ich bin drin. Hier bei Suko. 11 Jahre hat er in einer Familie gelebt und ist jetzt einfach abgegeben worden. Es ist unfassbar. Hey, kleiner Gauner. Komm mal her. Du bist aber ein Schlawiner, ne? Ja, fein, mein Stinker. Ja, fein. Du bist aber eine süße Maus. Hallo, ich bin auch vorsichtig mit dem Anfassen. Ne? Man weiß nie, was die Hunde erlebt haben. Die sind ja oftmals traumatisiert und haben totale Angst. Aber dass ich jetzt die Ehre habe, hier drin zu sitzen bei so einem alten Recken, finde ich ganz toll. Der muss vermittelt werden. Schnellstens muss der hier raus, Leute. Schnellstens muss der hier raus. Ich kann mir das vorstellen, wie viel der hier weint und wie viel der hier heult, weil der will ja nach Hause. Der weiß ja gar nicht, was er hier soll. Nee. Suko, ja fein, Stinker. Die Minute haben wir doch, ne? Ja, supi, okay. Ganz, ganz menschlich. Ja, toll, du bist ja wie eine Katze. Ja, ich fasse dich nicht an, weil die Anke hat mir ja gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, man weiß nie. Ne, manche Hunde haben auch so Erfahrungen gemacht, dass sie dann schnappen, wenn man ihnen auf den Kopf fasst. Vor allen Dingen, wenn er jetzt noch in der Situation ist, dass er noch nicht genau weiß, was mit ihm passiert. Ja, super, Anke, ich komme wieder raus zu dir. Okay. Aber wir müssen dafür sorgen, dass er vermittelt wird. Unbedingt. Was für ein emotionaler Gang durchs Tierheim. Ja, hier sieht man jetzt wirklich zwei Welten. Zum einen mal wieder ein Baby, da gehen mir die Haare zu Berge. Und auf der anderen Seite ein 11 Jahre alter Hund, der nicht mehr gewollt war und einfach abgegeben wurde. Krasser kann das Bild im Tierschutz nicht sein. Diese Hunde sitzen hier nicht, weil sie hier
sein wollten, sondern weil sie hier sein müssen. Und da sind die Menschen für verantwortlich. Alle die, die das jetzt sehen, die sollten sich mal überlegen, dass sie wirklich, auch wenn sie in Urlaub fahren, sich mal dafür sensibilisieren, auch mal hinter die Kulissen zu schauen, einfach auch mal den Behörden einen Brief zu schreiben. Ist doch egal, auch für die Leute, die jetzt vielleicht denken, ja, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das gilt, das Gleiche ist mit den Spenden, ne? Ja, wenn ich jetzt einen Euro spende, ja, dann spenden noch mal 100.000 Leute einen Euro. Ja, dann haben wir echt viel, viel mehr. Und das bricht mir, und ich glaube dir auch, ja, Anke, dass sowas, das bricht uns das Herz, weil es ist eine Katastrophe, die ist, die wäre vermeidbar gewesen, wenn die Menschen einfach sich im Vorfeld einfach mal ein paar Gedanken gemacht hätten, dass man nach 11 Jahren keinen Hund einfach so abgibt. Anke, vielen lieben Dank, dass du mich wieder mal hier mitgenommen hast. Ich bin immer wieder berührt und das packt mich auch immer wieder, gerade solche Geschichten oder so eine Geschichte mit so einem Baby inmitten von irgendwelchen Hunden, die einen Menschen angreifen würden. Da liegt da so ein Welpen mitten in der Scheiße. Was ist hier los auf diesem Planeten? Da gehen mir echt die Nackenhaare hoch. Ich werde da so emotional, ich werde so wütend, ich bin dann traurig. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Atmen hilft mir da immer. Muss dann immer wieder runterfahren, oder? Ja. Kennst du? Das geht mir, ja, natürlich. Bin wütend und enttäuscht und traurig und verzweifelt und oftmals so hilflos. Ja. Ich fühle mich so hilflos. Das ist bei mir auch. Hast du das? Ja, das habe ich auch. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Anke, dass es Anke auf diesem Planeten gibt, weil sie sorgt mit dafür, dass solche Hunde wieder ein neues Zuhause bekommen und dass dieser kleine Zwerg da unten nicht in der Parera sterben musste oder verhungern musste. Und für Suki finden wir auch noch ein neues Zuhause, wenn ihr uns dabei helft. Vielen lieben Dank und vielen lieben Dank, Anke. Und danke an dich, dass du da warst wieder. Danke, danke, danke.